Ja, setzt es um, erfüllt es mit Leben und macht es etwas konkreter. Ich will darüber gerne reden, über dieses Paket mit Sven Hameling, dem klimapolitischen Sprecher von oder Koordinator von CARE Deutschland. Sie waren ja dabei, Herr Hameling. Wie haben Sie denn die Verhandlungen gerade in der letzten Runde erlebt? Ja, es war natürlich erstmal sehr spannend oder es zog sich auch lange hin. Den ganzen Samstag über war nicht so recht klar, wie stehen jetzt die Dinge, kann das Ganze noch scheitern, werden möglicherweise in letzter Sekunde noch Verschlechterungen eingebaut. Am Ende ging es dann in den letzten 2, 3 Stunden relativ schnell und ich sag mal, wir ziehen schon das Fazit, dass es wichtig war, dieses Regelwerk jetzt anzunehmen, aber es gibt eine ganze Menge neben dem Licht auch eine ganze Menge Schatten in dem Ergebnis. Okay, dann sagen Sie vielleicht erstmal, bevor wir zum Schatten kommen, das, was Sie erfreut, wo Sie jetzt glücklich sind. Also genau, also vor dem Hintergrund der gesamten, ich sag mal, weltpolitischen Lage ist das natürlich wichtig, dass man hier als Weltgemeinschaft mit fast 200 Staaten zusammengestanden hat und diesen nächsten wichtigen Schritt bei der Umsetzung des Paris-Abkommens hinbekommen hat, auch gegen Widerstände von Ländern wie USA, Saudi-Arabien, Russland. Die Widerstände haben sich natürlich zum Teil in den Ergebnissen wiedergespiegelt, weil manche Dinge sonst vielleicht stärker gewesen wären. Wir denken auch, dass der Druck der besonders verletzlichen und kleineren Entwicklungsländer gemeinsam mit Zivilgesellschaft durchaus an einigen Stellen das Ergebnis noch verbessert hat, zum Beispiel was den Umgang mit Klimaschäden angeht. Wo mangelt es noch? Wo ist noch tatsächlich viel zu wenig passiert? Also im Wesentlichen ist aus unserer Sicht zwei Dinge. Das eine ist das Thema Klimafinanzierung, wo zwar jetzt bestimmte Regeln vereinbart wurden, wie zum Beispiel Industrieländer die Unterstützung, die sie Entwicklungsländern geben, anrechnen können und auch darüber berichten, was sie in Zukunft auf den Tisch legen wollen. Aber da sind ziemlich viele Schlupflöcher drin, dass jedes Land so ein bisschen machen kann, was es will. Und dieser Fonds ist ja auch noch längst und nicht dieser Fonds, der ausgestattet, ja. sogenannte Grüne Klimafonds, ich meine, da muss man sagen, da war jetzt nicht zu erwarten, dass jetzt hier alle Länder ihre Zahlen und ihre Beiträge, die sie auf den Tisch legen wollen, in Zukunft benennen. Deutschland hat da einen wichtigen Schritt gemacht als Vorreiter, sage ich mal, sehr früh einen deutlich höheren Beitrag von 1,5 Milliarden angekündigt. Das war durchaus positiv. Und gleichzeitig aber der zweite Punkt ist, wo das wirklich Ergebnis viel zu schwach ist, ist, wir wissen ja, es gibt eine Riesenlücke zwischen dem, was an Klimaschutz notwendig ist und was durch die nationalen Klimapläne auf dem Tisch liegt. Und da hätte das Signal von dieser Konferenz noch viel stärker sein müssen, dass alle Länder jetzt nochmal zurückgehen und ihre Klimapläne überarbeiten. Deutschland will das jetzt ja tun. Also, das hat die deutsche Umweltministerin ja angekündigt. Ist auch so ein bisschen spät, ne? Natürlich, die Tatsache, dass man in den letzten Jahren es eben versäumt hat, wirklich ernst zu machen mit Klimaschutz und jetzt auch hier bei der Konferenz die Bundesregierung noch mal bekennen musste, dass die 2020 Klimaschutzziele verfehlt werden, ist natürlich äußerst negativ. Jetzt liegt natürlich in den nächsten Wochen der Fokus auf dem Kohleausstieg, der wirklich ambitioniert und schnell, natürlich sozialverträglich, aber schnell gehen muss, und auf dem Klimaschutzgesetz, was 2019 ausgearbeitet werden soll. Da haben wir auf jeden Fall, sage ich mal, hohe Erwartungen als Zivilgesellschaft und das muss sich auch wirklich an den Zielen des Paris-Abkommens orientieren. Böse Zungen sagen ja, dass gerade die Bundesregierung sich so ein bisschen freikauft und eben mit Geld um sich wirft. Und Sie haben ja die 1,5 Milliarden gerade erwähnt, die auch zugesagt wurden, dass das sozusagen im Moment hauptsächlich die Politik der Bundesregierung ist. Sehen Sie das auch so? Also ich fände es ein bisschen einseitig, weil wir haben ja auch die ganze Zeit gefordert, dass Deutschland seinen Klimafinanzierungsbeiträge erhöht. Und für die Entwicklungsländer ist das ein sehr wichtiges Signal. Das kam auch in der Konferenz sehr positiv an. Von daher kritisieren wir sie dafür, dass sozusagen an der Seite des nationalen Klimaschutzes es da eben nicht vorangeht. Aber also jetzt, beides tun, nicht nur beides das ist, eine, genau. Es sondern ist ganz klar, für beides gibt es Verpflichtungen. Beides ist unheimlich notwendig, auch um zu zeigen, dass Klimaschutz möglich ist. Da orientieren sich andere Länder auch drauf an und daran. Und Deutschland droht im Moment eher sozusagen nach hinten zurückzufallen, während andere vorbeiziehen. Nach hinten zurückzufallen in den Aktionsplänen, in den tatsächlichen Umsätzen Genau, es gibt der zum Beispiel, nationalen Ziele. es gibt eine ganze Reihe Länder, die jetzt auch bereits angekündigt haben, dass sie ihre Klimapläne überarbeiten werden. Die EU hat natürlich jetzt Diskussionen, wo Deutschland eine wichtige Rolle spielt, die langfristige Treibhausgasneutralität festzuschreiben. Also langfristig müssen wir ja auch auf Null runter in den nächsten 3 bis 4 Jahrzehnten. Und hat auch dargelegt in Studien der EU-Kommission, dass damit enorme wirtschaftliche und soziale Chancen einhergehen. Das ist ja so ein bisschen auch was Peter Altmaier sagt, der Wirtschaftsminister. Sehen Sie das auch so? Also ich würde es ehrlich gesagt von Herrn Altmaier mal ein bisschen aktiver auch in der Politik hören. Es gab ja letzte Woche eine Situation, wo die Umweltministerin sich mit anderen Entwicklungsländern hingestellt hat und gesagt hat, wir brauchen mehr Ambitionen. Und dann kam eine Grätsche aus Berlin, aus dem Wirtschaftsministerium. Und jetzt ist wirklich der Punkt da, wo alle Ministerien hier zusammenstehen müssen. Das Paris-Abkommen ist von der ganzen Bundesregierung, vom ganzen Bundestag unterzeichnet worden und das muss jetzt umgesetzt werden. Also, dann schauen wir jetzt 6 Jahre und warten auf das, was dann tatsächlich passiert. Erstmal vielen Dank für die Einordnung und den Besuch bei uns. Vielen Dank.